Daran könnte sich das blaue Fanherz gewöhnen. Jubel nach dem 6. Sieg in Folge. Ein 6:1 Erfolg über den SV Links. Ein Ergebnis, das man in der ausgeglichenen Oberliga erstmal einfahren muss. Wir haben die ersten 5-8 Minuten gebraucht. Dann sind wir immer aggressiver geworden, haben immer zielstrebiger nach vorne gespielt und von daher sicherlich auch sogar an der Höhe verdient. Es ist auch so, egal wer irgendwie reinkommt, egal wer spielt, auch die jetzt dann mal reinkommen in der zweiten Halbzeit, wenn man Nico Blank sieht oder so, die knüpfen nahtlos an der Leistung an. Also wir haben uns gefunden und es kann so weitergehen. Doch auch den Kantersieg über Links können die Blauen gut einordnen. Es geht darum, einen Schritt nach den anderen zu gehen, um den direkten Wiederaufstieg am Ende auch wirklich zu schaffen. Aber eines ist auch klar, die Brust der Blauen wird von Sieg zu Sieg breiter. Damit wir momentan verlieren, muss schon ein guter Gegner kommen, der sich dann auch redlich verdient. Wir haben das nötige Selbstvertrauen, auch zu sagen, dass die anderen uns erstmal schlagen müssen. Und nichtsdestotrotz liegt es natürlich an uns. Wir müssen so weitermachen, Gas geben und dann bin ich guter Dinge, dass es auch so weitergehen kann. Spannend und richtungsweisend werden die nächsten Wochen, wenn es zu Hause gegen die Topclubs Freiberg, Villingen, Bissingen und Reutlingen geht. Ich denke, die Oberliga ist ausgeglichen. Also natürlich sind dann die Spieler vorne wieder vom Potenzial der Einzelspieler vielleicht etwas besser, aber grundsätzlich entscheidet vor allem die Kompaktheit, die Teamleistung. Sieht man ja auch jetzt gestern wieder, dass Reutlingen 5-0 gegen Nöttingen verliert. Ich denke, auf das kommt es an und da werden wir immer besser. In den anstehenden Topspielen werden die Blauen auch wieder die Unterstützung der Fans brauchen. Über 2.500 kamen bisher im Schnitt. Ein echtes Pfund in der 5. Liga. Das ist sensationell, das können wir auch nur immer wieder betonen. Ich denke, das ist fast einmalig. Wenn man so die Schnitt mit 300-400 Zuschauer sieht und bei uns mit 2.500, ist das schon Wahnsinn. Und da müssen wir einfach auch immer alles versuchen, alles zu geben. Ein spannender Herbst ist also angesagt, das verrät auch der Blick auf die Tabelle. Schließlich trennen die Topclubs Bissingen, Stuttgart, Reutlingen und Villingen gerade einmal 2 Punkte.